Ja, bitteschön. Was ist denn da unten los? Mameluke und Acuno. Der ist immer noch mit dem verbündet. Das ist doof. Da könnten wir ja gegen den Timuriden was starten. Wir haben keine Verbündeten. Das wäre natürlich super. Mal dahin. Gehst dahin, okay. Neue Regierungsform. Was können wir denn machen? Starten, Kostenstabilität. Ich könnte noch mal die Kosten der Kernprovinzen reduzieren. Da sieht man leider nicht, was man Maximum rausholen kann. Das ist doof. Tatarische, ja. Zustal. Das denn? Ich sehe es nicht. Ach, hier. Okay. Kann ich Strelitzen ausheben oder was? Nee. Aber weil ich bestimmt die zwei hab. Okay. Lieber mehr Staaten. Weil mir wäre noch recht groß. Buka können wir doch mal zum Start machen. Das ist gar nicht so verkehrt. Komm, verkrümel dich hier. Geht lieber nach Litauen. Legalismus. Einmal entwerben. Und einmal Korruption wieder senken. So. Sauber. So, was haben den Timuriden noch an Truppen? Immer noch 61.000. Hui. Jetzt nicht unbedingt wenig. Ach, immer so schlechte Befehlshaber. So, die Dänen, die sind, glaube ich, auch ganz schön groß. Ne? Den könnte man ein Bündnis machen. Das möchte ich jetzt nicht wirklich. Sehr schön. Jaroslav.
Ja. Wladimir, das ist da. Samara machen wir nicht. Das muss es sein. So, dele. Ja, ja. Oh, moldawische Nationalisten. Ah, könnt die Autonomie nicht erhöhen. Schade. Okay, laufen wir mal darüber. Oh, da kommen ja noch mehr. Huhu. Mit euch. Können sich jetzt echt langsam mal befreien da, hm? Die mir ständig da zu belagern. Das wäre schon schön. Wieder hoch, komm. Diplomatische, ja, bitte. So, wie Darlehen haben wir noch zwei. Okay. Oh, hallo. Ihr kleinen Rebellchen. Dich machen wir jetzt dann doch mal weg. Sie nehmen mich nervig. Na, ja, bitte. Kann jetzt Litauen nicht einmal mal kollabieren oder so? Offenbar nicht. So, dann haben wir noch 41, okay. Ja, Grünland ist gut. Müssen wir die halt doch mal weghauen. Nützt ja nichts. Ungarn ist bankrott. Okay. Das hier markieren. Danke. Mensch. Ich hätte das gern alles. So. Und noch mehr Nationalisten. Sehr schön. Ja, mehr keine, ne? Nö. Oh, da kommen welche. Nilan. Astara. Ach so, verdammt. Das sind ja die anderen. Rechte Gesetze, das ist gut. Oh, Moskauische kommen auch schon wieder. Ne, die brauchen wir nicht.
Kein gültiger Rivale mehr. Acuno können wir mal. Gucken, wo der rauskommt. Embargo aufheben. Die globale Unruhe wäre auch noch ganz praktisch. Ah, die Osmanen haben schon gefördert. Das ist gut. Dann machen wir das da auch mal. Ja, und hier auch. Na? Wann kommen die? 1,4 Jahre und das 1,7. Okay. Müssten langsam mal wieder was kämpfen hier. Oh, die haben schon beendet. 55.000 Rekrutenreserven haben sie eher nicht so. Institutionsverbreitung war, glaube ich. Kriegsführungskosten an der Religion. Das ist gut. Ah, sind auch so niedrig. Ehen ist so toll. So, globale Unruhe mal sinken. Hier kann man auch was reinstecken. Oh, Kampfstärke Kavallerie, das ist natürlich sehr praktisch. Mit gehen Richtung Legalismus nochmal. Ah, das sinkt schon. Sehr schön. Da auch, da auch, da auch. Du gefällt mir das. Wer ist denn das? Smolensk. Ist das auch Smolensk? Nee. Smolensk hat dieses komische Zeichen. Nee. Okay, die stören uns nicht. Das ist gut. So, Timuride. Krieg erklären. Osmane kommt nicht mit. Wie Schulden. Ah, verdammt. Das ist natürlich blöd. Der Osmane würde da nicht mitkommen. Aber halt die Mamelucken. Natürlich doof.
vielleicht nicht Golden Horde. Es singt und singt. Nicht gut. Kenne ich gar nicht. Oh. Da wurde gerade Sachsen erobert. Gehen wir nochmal runter und warten wir mal ein bisschen. Vielleicht haben sich ja bis dahin die Osmanen zusammengerissen. Schaut es denn eigentlich aus? Ja, einmal kann man so rufen, okay. Waffenruhe mit Polen ist zu Ende. Ja, gehen wir doch zuerst gegen Polen am besten. Das wird besser. Ist halt deswegen blöd wegen den ganzen Rebellen, ne? Oh, die sind im Krieg. Fatima ist tot. Die Ehefrau. Das ist nicht schlimm. Den mal beziehen verbessern. So. Ziehen die mal jetzt mal darüber. Nee, außenrum bitte. Ich habe keinen Bock, dass du da reinläufst. Effizienz der Belagerung, das wäre schön. So, wie geht's in unseren Stämmen? Kann man da noch was rausholen? Nee, weil nicht genug Einfluss. Ja, da können wir was machen gegen. Vielleicht das da. Was hier hinten? Ja, es gibt nicht wirklich viel. Also ich komme mal 4. Müsste das erreichen, ne? Nee. Na toll. Aber jetzt. 5 Steppenreiter nochmal. Danke. Naja, der ist nicht so besonders. Astaran da unten. Ein paar Gratis-Reiter habe ich tatsächlich nichts einzuhalten. Und da ist nochmal die Kampfstärke der Kavallerie erhöht. So muss das sein. 30%, sehr schön. So. Wunderbar. Mal hierher. Polen haben Ansprüche erhoben. Tschernikow ist frei.
Das holen wir uns doch gleich mal. Wenn die ihre Armeen aufgelöst haben. Natürlich. Genau, schön die Armeen auflösen. Oh, die haben eine Festung, die ist aus. Sehr schön. So, Tschernikow den Krieg erklären. So, einmal da rein. Danke. Die hauen ab, glaubst du es denn? Nix da. Blub, danke. So gefällt mir das. Die können sich schön befreien. Ich kann sie erobern. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ah, Polen ist auch schon beendet. Sehr schön. Dann werden die dann gleich die nächsten sein. Alles geplündert hier. Eieiei. Immer auf die Berge. Ich hoffe, die kommen dann reingelaufen. Oh, schon den Kredit aufgenommen. Das ist nicht so schön. Fette Rekrutenreserven bekommen. Das gefällt mir. Oh, die sind weitergezogen. Das finde ich gut. Oha, Dänemark ist ein Stückchen größer geworden. Ist Russland auch geholt. Ah, die haben sich die zwei Provinzen geholt, verdammt. Na gut. So, da haben wir jetzt, können wir jetzt Frieden machen. Geld, auch wenn es nicht viel ist. Wir müssen aufgeben, danke. Bam. Sehr schön. Festung reißen wir ab. Brauchen wir nicht. Das auch erledigt. Wunderbar. Gucken wir mal, die nächsten frei werden. So, dann würde ich glatt noch warten.
Moskau noch bis 49. Okay. Sollten wir dann hier den Weg abschneiden. Sambi ist da so ganz alleine. Oh, novgorodische Nationalisten, das ist gut. Vielleicht befreien die sich ja auch noch. Smolensk scheint auch frei zu werden. Nur nochmal Polotskische. Oh, litauische Thronanwärter. Wenn die Hauptstadt sich holen, dann kommen die frei. Nö. Ist das hier erledigt? Ja, ne? Ah, die blöden Timuriden, ja. Die nerven ein bisschen. Ah, die Rebellen wurden besiegt. Schade. Dann müssen wir doch mal die hier unten machen. Schade. Hier was erledigt? Nee, ne? Immer noch nicht. Ruthenien brauchen wir ja noch die paar Provinzen. Dann kriegt man nochmal Horde-Einheit ordentlich. Das finde ich gut. Oh, 36%. Ja, genau. Ich einfach mal so Stabilität. Super. Schönen Dank auch. Nix da. Das hätte ich später machen sollen. Verdammt. Naja. Naja. Das macht auch nichts mehr aus. Was ist denn hier eigentlich mit der Annektierung? Ah, es geht mal endlich weiter. Oh. Sehr schön. Und plus noch ein Kredit. Das sind noch ein paar Rebellen, aber die stören nicht weiter. Können wir noch irgendwelche schönen Staaten machen? Samara. Brauchen wir eher weniger. Schade, die haben sich nicht befreit. Weil die ist voll adlige Rebellen. Huhuhu. Sieht wohl eher schlecht für die aus. Und das ist alles orthodox. Puh. Nicht schön. Kriege ich auch nichts. Oh, okay. Yay, ich habe es konvertiert. Wo auch immer das war. Da, oder? Jo. Chiles, 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 da. Ja, bitte. Oh, ich bin genau bei 100.
Ist einer der Zwing? Was haben wir denn da? Bisschen weg. Empathischer Fanatiker. Was sind das hier? Protestantisch, wie kommt das da hin? Finde ich jetzt eher nicht so toll. Warten wir noch auf die letzten drei Provinzen. Und dann mache ich für heute Schluss. Ach nö, muss das jetzt sein? Pause. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Gegen die Mamelucken. Das heißt, die sind nicht mit dem Krieg. Schade. Die haben ja ganz viele Ansprüche gern. So vielleicht. Pause. Jetzt müssen wir mal schauen, wer mit dem Krieg ist. Ah, Acuno ist gar nicht mit dabei. Ist ja doof. Könnte ich den ja auch den Krieg erklären, oder? Geht das? Sollte eigentlich, ne? Okay, wir kommen mal alle hier runter. Dann lassen wir das mit Polen erstmal. Ich würde mal sagen, das tun wir dann das nächste Mal. Mach ich erstmal wieder Schluss für heute, ne? Zum nächsten Mal.